Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Fische verpacke und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Und zwar bereite ich mich den Abend vorher meistens auf die Verpackungssachen vor. Ich habe immer eine Futterprobe mit dabei, eventuell ein Seemandelbaumblatt, das ist der Schein, der auf das Paket kommt, ein paar Visitenkarten. Dann lege ich mir alles bereit, Heatpacks, Tüten, Fische in SEPA-Boxen bereits und die Boxen sind auch schon soweit vorbereitet. Und gleich zeige ich euch, wie ich die Fische verpacke. Als erstes nehme ich mir die Heatpacks vor, die müssen nämlich vorher mit Sauerstoff aktiviert werden. Dafür knete ich die ein bisschen und danach fange ich die Fische ein, setze sie in die schon vorbereiteten, mit Wasser gefüllten Tüten und mache mit Knoten die Tüten zu. Später habe ich sie dann noch in eine zweite Tüte gepackt, dass sie nicht auslaufen können. Zusätzlich ist es wichtig, mehr Sauerstoff als Wasser in den Tüten zu haben. Gerade bei Labyrinthfischen ist das besonders wichtig und die Tüten müssen prall gefüllt sein, dass sie nicht ineinander fallen und die Tiere dann im schlimmsten Falle gar keinen Zugriff zu Sauerstoff haben. Die Prozedur hat ein bisschen länger gedauert, weil ich mehrere Fische verpacken musste und ich achte mal darauf, dass jeder Fisch einzeln verpackt wird. Hier habe ich Beta Simplex auch verpackt, die später wieder zusammengesetzt wurden. Ebenso diese habe ich auch einzeln verpackt und im Heatpack, und in der Styroporbox habe ich dann noch Zeitungspapier reingetan, dass die Tiere sich untereinander nicht sehen. Und auch später darauf geachtet, dass da genügend Polsterung ist. Denn wir wissen ja alle, auch andere Paketdienstleister gehen nicht immer sorgsam damit um, auch wenn es draufsteht, dass da Tiere drin sind. Danach habe ich das Heatpack an den Deckel geklebt, wo Löcher drin sind. Das ist besonders wichtig, dass der aktiviert bleibt. Und ja, dann habe ich die Boxen verpackt und den Versandaufkleber draufgeklebt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein ganz kurzer Einblick in die Verpackungsgeschichte. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.